Ich wünsche mir ja, dass alle, die über die Ukraine reden, auch hinfahren. Weil ich glaube, dass ich durch die Reisen, die wir gemacht haben, sehr viel gelernt habe. Und natürlich sieht man das leider auch im Fernsehen und man kann die Berichte lesen. Aber es macht einen wesentlichen Unterschied, die vielen zerstörten Schulen, Wohnhäuser, Universitäten zu sehen. Und noch etwas, das ist mir bei der letzten Reise im Dezember aufgefallen, egal mit wem wir geredet haben. Die haben gesagt, ja, wenn wir jetzt aufgeben, dann wird der Putin weitermachen und dann leben wir als Putins Sklaven. Und das wollen die nicht. Die Ukrainer sind ein sehr freiheitsliebendes Volk und das hört man heraus. Also ich kann wirklich nur allen raten, hinfahren, anschauen. Es ist mühsam, ja. Man sitzt lange im Zug oder fährt in der Nacht mit dem Zug, ja, oder lange mit dem Auto. Aber man kann das machen. Wenn Politikerinnen und Politiker fahren, werden sie von der Botschaft auch betreut. Ja. Die dortigen Abgeordneten helfen weiter. Also so schlimm ist es nicht. Und dann wissen sie mehr und dann reden sie vielleicht ein bisschen anders drüber. Weil viele sehen die Neutralität Österreichs in Gefahr. Wie sehen Sie das? Das sind diejenigen, die nicht wissen, was Neutralität bedeutet. Schon Bundeskanzler Raab hat ja bei seiner Rede im Oktober 1955 gesagt, wir sind militärisch neutral, aber sicherlich nicht politisch neutral. Und Österreich war immer auf der Seite der Schwächeren. Das Völkerrecht sagt sogar klar, dass man auf der Seite des überfallenen Landes ist. In dem Sinn hat das mit der Neutralität nichts zu tun. Wir sind ja, Neutralität besteht aus zwei, also das Gesetz besteht aus zwei Paragraphen. Wir sind nicht Teil eines Militärbündnisses. Nein, das sind wir nicht, werden wir auch nicht sein. Und auf der anderen Seite, wir lassen keine fremden Truppen mehr, natürlich nicht. Aber wir unterstützen natürlich ein überfallenes Land und die Menschen dort. Danke. Vielleicht noch ein wesentlicher Punkt. Wesentliche Teile der Städte, ich weiß, selbst in Städten, wo große Teile, Parks etc. vermint sind, wesentliche Teile des landwirtschaftlichen Gebietes ist inzwischen vermint. Das bedeutet, dass man dort auch nicht anbauen kann. Auch das habe ich dem Bundeskanzler gebeten, helfen wir doch, weil wir haben sehr gute Leute, die im Entminungsbereich sehr gut sind, helfen wir doch auch in diesem Bereich. Danke Ihnen. Gerne.